Frozen Hell. Kapitel 4. Tower of London. Harvey Clark drückte mir ein halbwegs sauberes Paket aus Leinen in die Hände. »Hier ist euer Trockenfleisch«, sagte er. »Das hält eine Weile länger als frische Tauben.« Ich drückte ihm die letzte Münze in die Hand, die Lil und ich unser eigen nannten. Meinen Vorschlag, einfach ein paar Täubchen das Genick zu brechen und sie vor den Augen des Alten aus dem Haus zu schmuggeln, hatte sie mit einem angeekelten Augenrollen abgelehnt. Es wäre ohnehin schwierig geworden, die Dinger zu rupfen und ein Feuer zu finden, um sie zu braten. Außerdem kam es meiner qualitativ hochwertigen Faulheit sehr entgegen. »Und ihr seid sicher, dass ihr in Sektor 3 wollt?« fragte Clark, diesmal schon ein zweites Mal. Ich schürzte meine Lippen. »Ja, wollen ist ein sehr unflexibles Wort. Ich würde eher sagen, die Umstände zwingen uns dazu«, sagte ich und versuchte zu lächeln, was fabelhaft misslang. »Und Sie, junges Fräulein, Sie sehen zwar nicht aus, als wären Sie in einem allzu behüteten Zuhause aufgewachsen, aber verrückt wirken Sie genauso wenig.« Ich muss darauf aufpassen, damit sich Ed nicht sein Zehen wegschießt. Wenn es mich nicht gäbe, wäre sein Kopf wahrscheinlich längst auf den Mauern eines Ödlandstammes aufgespießt, sagte Lil. Wenn nicht gleich an mehreren Mauern, ergänzte ich. Harvey Clark zuckte mit den Schultern. Dann kann ich euch nur viel Glück wünschen. Den Verstand scheint ihr ja leider verloren zu haben. Hinter Clark drängte sich der kleine Junge Hugo hervor. Viel Glück, sagte auch er. Wenn ihr zurückkommt, müsst ihr mir davon erzählen. Ich habe noch nie eine Geschichte von jemandem gehört, der weiter als in Sektor 2 war. Er grinste und seine Augen leuchteten vor Aufregung, als würde er selbst an unserem wunderschönsten Abenteuer teilnehmen. Ich unterließ es, ihm zu sagen, dass es wohl wahrscheinlicher wäre, dass wir in den Schatten Londons verrotten würden, als dass er eine weitere Geschichte von uns zu hören bekäme. Lily würde mich dafür nur wieder treten. Als wir aus dem Haus schritten, sahen meine Augen einen klaren Himmel. Der Sturm war verflogen, doch hatte er ein wenig von seiner Kälte zurückgelassen. Hugo winkte uns hinterher. »Ich mag diesen kleinen Kerl«, sagte ich. »Klar, schließlich hat er dir auch das Leben gerettet. Menschen, die dir das Leben retten, magst du.« Lily grinste mich an. »Ja, aber es ist nicht nur das. Er erinnert mich an mich selbst. Als ich jung war, immer auf Abenteuer aus.« Und dasselbe irre Leuchten in den Augen, wenn es um ein Thema geht, wo man den Kopf verlieren könnte. Ja, da ist tatsächlich eine Ähnlichkeit. Ich schnitt ihr eine Grimasse und sah mich um. Sektor 1 war tatsächlich gar nicht so übel, wenn man die etwaigen Leichen nicht beachtete, welche den erdigen Boden zierten. Es war nur etwas dunkel, doch im Gegensatz zu den inneren Ringen musste hier das Paradies herrschen. Ich hatte Geschichten gehört, die davon sprachen, dass es dort keine Sonne gäbe. Die Agenten würden dort in Scharen über die Mauern kriechen. Selbst Geräusche hätten sich schon längst davon verpisst. Warst du schon einmal da drin? Nein. Und ich würde es nie in Betrachtung ziehen, wenn du mich nicht dazu überredet hättest, sagte Lil. Ich trottete weiter. Weit und breit war nichts und niemand zu sehen. Jeder einzelne Schritt machte die Mauern der Häuser dreckiger und trostloser. »Was meinst du, wie lange es noch bis zur Themse ist, Lil?« fragte ich nach einer Weile. »Ich weiß es nicht. Ich dachte, du würdest dich hier besser auskennen als ich. Sind deine vornehmen Füße schon müde?« »Was heißt denn hier vornehme Füße?« knurrte ich. »Wir sind vielleicht gerade erst vor einer Stunde aufgebrochen und du möchtest schon wieder ins Bett.« »Hey, ich mach das nicht zum Spaß, Lil. Schließlich hängt dir nur mein Leben davon ab.
Ich bin es einfach leid, mich andauernd und immer wieder anstrengen zu müssen, nur damit ich gerade so nicht untergehe. Lil blieb abrupt stehen. Du beschwerst dich? Ich riskiere doch andauernd meinen hübschen Hintern, damit du am Leben bleibst. Etwas in mir machte sich ganz klein. War sie wütend auf mich? Schau mich nicht so an, sagte sie. Du bist nicht der Einzige, der sein Leben verloren hat. Und im Gegensatz zu mir hattest du vor dem Untergang wenigstens ein schönes Leben mit einer Menge Geld und Essen jeden Tag. Und jetzt lass uns einfach weitergehen. Nun wurde ich auch sauer. Meine Füße schmerzten zu sehr, als dass ich mir das gefallen lassen wollte. Du warst also dabei, hä? Du hast mich jeden Tag begleitet. Sehe ich wirklich so aus, als hätte ich Berge von Sovereigns und Pennies gehabt? Sagte ich. Ja, weil du mir das auch immer auf die Nase bindest. Du benimmst dich genau so. Ich hatte aber nicht genügend Geld, verflucht, brüllte ich. Eieiei, das war nicht gut. Lil visierte mich an, doch es war mir plötzlich egal, ob sie zornig war oder nicht. Ich hatte genug von den beschissenen Vorurteilen. Ich hatte immer gerade genug, dass ich meiner Familie zu essen kaufen konnte. Und während ich darauf achtete, dass das Geschäft meines verfluchten Vaters nicht in der Themse endete, musste ich immer ein Auge auf die edlen Herren haben. Die machen nämlich nur mit den Geschäften, die sich auch zu benehmen und kleiden wissen. Lil, wusstest du das? Ich musste jedes Ersparte in mein Auftreten stecken, damit ich nicht als der dumme Bauer abgetan wurde, der nur wegen seines Vaters zu Ansehen gekommen war. Green Adam nannten sie mich, weil ich 17 war, als mein ehrenwerter alter Herr starb. Adam, ich... Nein, nicht Adam. Du wolltest es gestern Abend doch unbedingt wissen. Du denkst vielleicht, dass man als Mann mit Geld immer alles besaß. Weißt du, was ein solcher Mann verliert? Freunde. Meine alten Freunde sind alle weggelaufen, weil sie dachten, ich würde mich ausspielen und alles wegwerfen, was ich vor Vaters Tod gewesen war. Keiner verstand, dass ich das für unser Geschäft tat, für meine Schwester und meine Mutter. Die neuen Freunde, welche zu mir kamen, wollten alle nur mein Geld oder einen beschissenen Handelsvertrag. Adam, schau doch mal hier, schau doch mal da. Als dann die Brad-Ins kamen, haben sie sich feige aus dem Staub gemacht. Meine Arbeiter haben sich den Brads angeschlossen und alles niedergebrannt oder über den Haufen geschossen, was ich über die Jahre am Leben gehalten hatte. Ich spürte plötzlich einen Arm um meiner Schulter. Es war ein merkwürdiges Gefühl. Lil sagte nichts. Ich habe meine Leute immer fair behandelt und ihnen so viel Lohn gegeben, wie es meine Kasse vermochte. Das hatte sonst niemand getan. Sie haben es mir gedankt, indem sie mich beinahe lynchten, nur weil sie dachten, ich würde auf ihre Kosten leben, weil sie genauso wenig hinter die Kulissen gesehen haben wie meine sogenannten Freunde. Findest du immer noch, dass ich ein reicher Bastard ohne Probleme war? Das habe ich nie gedacht, Ed, flüsterte Lily. Ihre Stimme stockte. Sie haben mir alles genommen in diesen Tagen. Ich war völlig allein, sagte ich. Mir war flau im Magen und ich hätte mich am liebsten an Ort und Stelle übergeben. Doch Nahrung war heutzutage zu wertvoll, als dass ich sie einfach dafür hätte verschwenden dürfen. Ed Highmore, reiß dich gefälligst zusammen. Lass uns weitergehen, sagte ich. Vielleicht findet uns ja einer dieser stinkenden Agenten und gibt mir den Rest. Ich wusste, ich benahm mich unfair. Lil war nicht diejenige, welche diesen Zorn verdiente. Sie hatte mit all dem Schmerz nichts zu tun. Sie schwieg. Ich starrte an den vermoderten Hausverkleidungen vorbei ins Leere. Es war zu ruhig. Komm, lass uns hier verschwinden. Und Lil, bitte,
Vergiss alles, was ich gesagt habe. Wenn es an der Zeit ist, wirst du früh genug erfahren, was ich mit dem Goldtrunk vorhabe. Der Mann in Weiß hatte recht. Dieses Land braucht keine royalen Familien. Es braucht jemanden, der mal wieder richtig aufräumt. Und wenn ich diesen Hurensohn erwische und ihm meine Dokumente abnehme, werde ich ihm seine hässliche Maske abreißen. Lil sagte noch immer kein Wort. Kein Wunder, dachte ich mir. In all den 7 Jahren hatte ich nie eine Silbe über meinen wahren Werdegang verloren. Es machte mich schwach. In den Augen des Londoner Ödlands wurde Schwäche mit dem Tod bestraft. In dieser Hinsicht unterschied es sich keineswegs von den Zeiten, als noch keine Bread-Ins das Atmen zu einem Privileg machten. Irgendwann würde ich dieses Privileg auch ihnen nehmen. Ich sah zu Lil. Etwas an ihrem Ausdruck war anders, verbittert und schuld. Komm schon, Lil. Ich hatte nicht vor, deine Laune zu verpesten. Weißt du, Adam? Antwortete sie. Vielleicht müsste ich auch einmal mehr über meine Zeit auspacken. Es gibt einige Details, die ich für unwichtig hielt, aber angesichts der Umstände und deiner Geschichte. Sie atmete schwer. Ein andermal, ja. Wir sollten wirklich weiterkommen, sagte ich. Geschichten sind vergangen. Sie haben keinen besonderen Wert. Was für mich zählt, ist die Gegenwart, und in dieser Gegenwart möchte ich etwas verändern. Die Vergangenheit hält mich nur zurück. Lil schien nicht einverstanden, aber sie nickte. Während Londons Sonne alles dafür tat, auch nur das kleinste bisschen Licht durch den allgegenwärtigen Staub und den trüben Nebel zu schicken, schmatzten meine Stiefel im Morast, der sich über all die Jahre abgesetzt hatte. Die Themse wies uns den Weg. Der Tower befand sich irgendwo gegenüber. Der einzige Weg dahin führte über die London Bridge. Zone 1 hatten wir längst hinter uns gelassen, und ich wurde das unangenehme Gefühl nicht los, dass wir auch den zweiten Ring längst durchschritten hatten. Bisher war alles ruhig verlaufen, keine verrückten Banditen, keine Agenten, die über Trümmer krabbelten. Lils Worte bestätigten meine Vermutung, als wir um eine Ecke bogen und einen erneuten Blick auf den Kanal Londons erhaschten. Da vorne, Adam. Die Mauern des Towers. Die 4 Turmspitzen ragten wie stramme Soldaten in die Höhe. Ein Teil des schützenden Mauerwerks war verschüttet. Hineinzugelangen sollte also kein Problem werden. Ich fragte mich nur, ob wir es auch wieder hinausschaffen würden. Wir müssen es weiter. Hier kommen wir nicht rüber. Die Strömung ist so heftig und ich bin kein besonders guter Schwimmer, sagte ich. Ich schwimme wie eine Ratte, erwiderte Lil und lächelte. Sie hatte ihre gute Laune wiedergefunden und darüber war ich heilfroh. Das einzig Gute an der London Bridge war, dass sie an manchen Stellen tatsächlich noch intakt war. Jede andere Brücke war von Aufständischen gesprengt worden. Lil und ich traten aus den Schatten. Der freie Himmel wirkte bedrohlich. Jeder einzelne Schritt, den wir auf diese Brücke setzen würden, könnte unser letzter sein. Meinst du, die Agenten beobachten uns bereits? Fragte Lil. Ich knurrte ein, ich hoffe nicht. Wir beide hatten schon davon gehört, dass es sicherer war, im Dunkel der Häuser zu bleiben. Da diese mechanischen Biester anscheinend dazu fähig waren, auf Dächer zu klettern, war das Licht unser Feind und die Brücke war weit und breit der einzige Übergang für sie. Ihr Metall vertrug sich nicht allzu gut mit dem Wasser der Themse. Auch hier verlief der Übergang ungewöhnlich ruhig. Bis zum Tower hatte ich zwar immer das Gefühl,
dass mich im nächsten Augenblick eine stählerne Klaue aufschlitzen würde, es blieb aber bei der beklemmenden Stille. Dann endlich standen wir vor den Mauern des schlimmsten Gefängnisses der Geschichte. Auch hier gab es keine bösen Anzeichen eines nahenden Todes. Wart's nur ab, Adam. Es wundert mich, Ed, flüsterte Lil. Ich dachte immer, dass es hier Schwärme von Monstern und bösen Geistern geben müsste. Aber hier ist nichts. Ich hielt ihr meine Hände auf und ihre Stiefel drückten sich darin ab. Mit ein paar Griffen kletterte sie die geborstene Mauer hoch. Einen Moment später hielt sie mir ihre Hand entgegen. So standen wir nun da und blickten in den weitläufigen Hof. »Siehst du das?«, sagte Lil. »Selbst im Tower fehlen mehrere Ecken. Irgendwas ist hier vorgefallen.« Ich nickte nur zustimmend und sprang. Als ich im Inneren aufkam und mich umsah, hatte ich sofort das Gefühl, selbst ein Gefangener zu sein. Ein Schmatzen verriet mir, dass auch Lil gesprungen war. »Ich hoffe, wir kommen hier auch wieder raus«, knurrte ich. »Von innen sollte sich sicher das ein oder andere Tor öffnen lassen«, sagte Lil. »Erst begeben wir uns in die Hölle selbst.« »Du möchtest gleich in den Tower?« »Ja. Bemerkst du diese Luft hier? Es ist stickig und überall ist ein feiner goldener Nebel. Vor allem«, ich deutete nach oben, »fängt es wohl gleich wieder an zu stürmen. Zumindest fallen wieder die ersten Flocken.« »Verdammt, du hast recht.« Die Tore standen offen. Auch hier sah es so aus, als wäre etwas geschehen, was nicht hätte passieren dürfen. Zwar hatten sich die Bread Inns bei den Aufständen Zugang verschafft, aber ob sie wirklich in den Tower selber eingedrungen waren, wagte ich dann doch zu bezweifeln. Im Inneren war alles schwarz. Hin und wieder brach ein verlorenes Licht herein, das wir zumindest einige Fuß weit sehen konnten. Jeder einzelne Schritt gab mir das Gefühl, nie wieder aus diesen Mauern entkommen zu können. »Es wird wohl langsam Zeit, ein bisschen mehr Licht in die Sache zu bringen«, sagte Lil. Eine Fackel flammte auf. Es roch nach Schwefel und Teer und anderen Chemikalien, von denen ich keine Ahnung hatte. »Wie gut, dass ich dich hier dabei habe«, sagte ich. Auch wenn ich sie nicht sah, wusste ich, dass Lil lächelte. Die Tür knarrte und wir betraten einen Gang, der nun völlig in Schwarz getaucht war. Der befremdliche Geruch nahm zu. Es erinnerte mich an den Geschmack des Goldtrunk, und doch mengte sich noch etwas anderes dazwischen. Schießpulver. Was, wenn bereits jemand hier gewesen ist? Ed, flüsterte Lil. Der Lichtschein der Fackel fiel auf ein versenktes Schild. Only Advanced Authority. Das klingt doch interessant. Wir haben wirklich mehr Glück als Verstand, sagte ich. Das gilt vielleicht für dich, flüsterte Lil. Wir betraten die Kammer und mir offenbarten sich Unmengen von Regalen und die stickigste Luft, die mir je durch die Nasenflügel gekrochen war. Mein Herz schlug höher. Von der anderen Seite der Kammer fiel Tageslicht herein. Auch hier hatte eine Explosion ein großes Loch gerissen. »Ich fürchte, wir kommen zu spät«, sagte Lil. »Nein, das kann nicht sein«, fluchte ich. Das Tageslicht war hell genug. Ich ließ Lil stehen und durchwühlte die Regale. Auf dem Boden lagen leere Kisten, zerborsten. Scherben reflektierten Licht. Überall lagen Kisten. Ich hustete. Die Luft war zum Schneiden dick. »Nein«, keuchte ich. Das konnte nicht wahr sein. Ich war so weit gekommen. Die Explosionen, von denen Harvey Clark erzählte. Erinnerst du dich noch? Sagte Lil. Unmöglich. Die können nicht von hier stammen. Wer ist schon verrückt genug, um sich in den Tower zu wagen? Ich suchte weiter die Kammer ab. Wenn ich nicht bald wieder diesen Saft in die Finger bekommen würde,
Mein Herz schlug immer schneller. Es fiel mir schwer, mich zu konzentrieren. Dann erklangen zwei Geräusche, beinahe gleichzeitig. Da, wo das Tageslicht einfiel, schabte etwas über den Boden. Ein metallenes Atmen durchschnitt die Luft. Lil starrte mich entgeistert an. Aus der Richtung, aus der wir gekommen waren, erreichte uns ein Flüstern. Das sind Menschen. Jemand, der uns gefolgt ist, flüsterte Lil. Wir sind eingekesselt. Ich presste mich an die Wand. Und da fiel mein Blick auf ein weiteres Regal im Dunkeln. Licht tanzte auf den Scharnieren einer kleinen Schatulle, unversehrt. Ich hielt den Atem an. Das Schaben vom Außenbereich und das Flüstern vom Gang des Towers kam immer näher. Jeder einzelne Laut könnte uns verraten. Das Schicksal hasste mich. Nun seid ihr wieder an der Reihe. Es gibt drei Entscheidungen zu fällen. Bei der ersten Entscheidung geht es darum, ob ihr weiter versucht, im Raum zu verharren und im Dunkel zu bleiben und einfach zu hoffen, oder ihr stürmt in Richtung der Stimmen und versucht, eure Verfolger zu überrumpeln, oder ihr stürmt in die Richtung, aus der das Scharren kommt, um den Überraschungseffekt zu nutzen. Weiters könnt ihr darüber entscheiden, ob ihr eine Spezialwaffe einsetzen wollt. Lil besitzt noch eine einzige Rauchbombe. Ihr könnt diese für später aufbewahren und sie nicht einsetzen oder hier einsetzen, um für Verwirrung zu sorgen. Die dritte Entscheidung bezieht sich auf die Schatulle. Ihr könnt versuchen, die Kiste zu öffnen und dann mitzunehmen, oder ihr öffnet die Kiste nicht und nehmt sie einfach so mit. Oder ihr lasst die Schatulle einfach liegen und hofft darauf, sie vielleicht später mitnehmen zu können. Bedenkt dabei, dass jegliche Bewegung ein Geräusch macht und dass auch das Öffnen der Kiste sicherlich ein Knarzen von sich lässt. Lasst ein Däumchen hier, wenn euch die Geschichte gefallen hat, und teilt es vielleicht mit euren Freunden und wer euch da auch immer noch so einfallen mag. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Abstimmen eurer Entscheidungen. Los geht's!